Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der letzten Stunde haben wir uns mit der Begriffslehre beschäftigt und sind in die Aussagenlehre übergegangen und haben verschiedene Sorten von Aussagen unterschieden, nämlich Beschreibungen, Wenn-Dann-Aussagen, Erklärungen, Prognosen, auch Werturteile und Handlungsanweisungen. Und nun wollen wir uns nochmal systematisch mit Aussagen beschäftigen, aber in einer anderen Gliederung. Das, was uns heute interessiert, ist, was denn die forschungslogischen Eigentümlichkeiten von Aussagen sind, also wie man denn mit der Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von Aussagen umgehen kann. Denn den Wahrheitsgehalt von Aussagen zu überprüfen, ist zentral für Wissenschaft. Die besteht ja eben in der Erarbeitung von Aussagen, die empirisch wahr sein sollen. Wir haben bereits unterschieden die analytischen von den synthetischen Aussagen. Die ersteren sind jene, deren Wahrheitsgehalt lediglich durch logische Analyse festgestellt werden kann, weil sie im Grunde über die Wirklichkeit nichts besagen. Synthetische Aussagen besagen etwas über die Wirklichkeit da draußen. Und diese synthetischen wiederum zerfallen in zwei große Gruppen von Aussagen. Das klingt zunächst etwas komisch, Existenzaussagen und Allaussagen, aber Sie werden gleich sehen, warum es wichtig ist, das alles zu unterscheiden. Wenn Sie an Begriffe zurückdenken, wissen Sie, Begriffe haben eine Intention, die Menge der inhaltlichen Merkmale, auf die der Begriff sich bezieht. Und Sie haben eine Extension, das Ausmaß der Wirklichkeit, auf das sich ein Begriff bezieht. Und hier gibt es zunächst einmal Aussagen, die man nennt reine Existenzaussagen. Sie behaupten nichts anderes, als dass etwas existiert, etwa es gibt Gesellschaften ohne Machtausübung. Wo es sie gibt und wie sie aussehen, das wird nicht behauptet. Es gibt sie einfach, deswegen heißen sie auch nur Existenzaussagen. Vergleichen Sie das mit der folgenden Aussage. Im Kuba von Fidel Castro bestand eine Gesellschaft ohne Machtausübung. Also, wir haben eine Existenzaussage. Es bestand eine Gesellschaft ohne Machtausübung. Zugleich wird aber gesagt, wo sie bestand und damit auch, wo sie nicht bestand. Wir können also nachsehen, wo dieser Typ von Gesellschaft bestanden hat. Wir kommen zu einer anderen Aussagenklasse. Das sind die, ne Freunde, so geht's nicht. Hey! So geht's nicht. Ich muss mich hier konzentrieren und die Quasselei stört mich einfach. Ja, alles klar? So, wir springen nochmal zurück zu den raumzeitlich abgegrenzten Allaussagen. Und schauen Sie die nächste Aussagenklasse an, sie ist etwas ganz anderes. Sie behauptet nicht einfach, dass etwas existiert, sondern hier wird eine Aussage formuliert über die Beschaffenheit von etwas. In unserem Beispiel ist das etwas die Menge von Europas freiheitlichen Staaten. Und über diese Staaten wird behauptet, wann immer die dort ein parlamentarisches Regierungssystem und ein Verhältniswahlrecht haben, werden sie auch starke Parteien haben. Das heißt, es ist eine Wenn-Dann-Aussage, die sich auf alle Fälle einer raumzeitlich abgegrenzten Gruppe von Fällen bezieht. Und deswegen nennt man sie eben Allaussagen, und zwar von der raumzeitlich abgegrenzten Art. Ja, was heißt raumzeitlich abgegrenzt? Das wird klar, wenn man sich die nächste Sorte von Allaussagen ansieht. Die heißen streng allgemeine Aussagen. Und das Beispiel zeigt, worum es geht. In allen freiheitlichen Staaten, auf der Erde, auf gleich welchem Planeten, in allen freiheitlichen Staaten führt die Verbindung von parlamentarischem Regierungssystem und Verhältniswahlrecht zu starken Parteien. Da gibt es keine Einschränkung. Das gilt immer und überall. Und natürlich sind solche Aussagen ziemlich interessant, weil sie über die gesamte Wirklichkeit berichten. Und man freut sich wie ein Schneekönig, wenn man eine solche Aussage gefunden hat. Naturwissenschaftler bekommen dann in der Regel Nobelpreise. Die kriegen wir Sozialwissenschaftler nicht. Und zwar unter anderem deswegen nicht, weil auf unsere Gegenstände reine Allaussagen, streng allgemeine Allaussagen, einfach nicht zutreffen. Schauen wir uns nun die Abgrenzung noch mal näher an. Wir unterscheiden Existenzaussagen, etwas existiert, und Allaussagen, für alle Fälle einer Gruppe gilt etwas Bestimmtes. Und die zweite Unterscheidung ist die zwischen reinen Existenz- oder Allaussagen, wo entweder in einem Extremfall gesagt wird, es gibt etwas, und im anderen Extremfall für absolut alle gilt Folgendes. Und es gibt die abgegrenzten Existenz- und Allaussagen. Die ganze Unterscheidung
hat im Wesentlichen damit zu tun, wie viel an Information in solchen Aussagen drinnen steckt. Jeder dürfte das Gefühl haben, die Aussage, naja, es gibt Gesellschaften ohne Machtausübung, ist so furchtbar hilfreich nicht. Ich möchte so gerne in einer Gesellschaft ohne Machtausübung leben, wo bitte soll ich hinfahren? Diese Information enthält mir diese Aussage vor. Streng allgemeine Aussagen, die haben maximal Informationsgehalt. Für alles gilt das Folgende. Was heißt Informationsgehalt? Die informationstheoretische Deutung oder Definition von Informationsgehalt lautet, eine Information oder eine Aussage hat einen umso größeren Informationsgehalt, je mehr sie ausschließt. Was schließt denn die erste Aussage aus? Überhaupt nichts. Es wird nur gesagt, es gibt das Zeug. Was schließt denn die letzte Aussage aus, die reine Allaussage? Ja, unglaublich viel. Es darf dann keinen einzigen freiheitlichen Staat geben, wo A und B gegeben ist, wo es nicht C geben wird. Das heißt, wenn wir von der Wissenschaft erwarten, möglichst informationsträchtige Aussagen zu liefern, lautet die Folgerung daraus, die Wissenschaft soll sich um möglichst weit ausgreifende Allaussagen bemühen. Raumzeitlich abgegrenzt, sehr wohl, aber die Räume und die Zeiten, auf die sich die Allaussagen erstrecken, sollen möglichst groß sein. Diese grün umrundeten Aussagenklassen, raumzeitlich abgegrenzte Existenz- und Allaussagen, das sind die für sozialwissenschaftliche Zwecke nützlichsten Aussagenklassen. Denn im Vergleich mit den reinen Existenzaussagen ist doch klar, dass sie mehr von einer Aussage haben wie in Kuba oder in Frankreich oder in den USA oder in Nordkorea besteht eine Gesellschaft ohne Machtausübung. Denn da wissen sie, welche Staaten sie besser vermeiden, wenn sie nicht der staatlichen Gewalt unterworfen sein wollen, als die reine Existenzaussage, es gibt so etwas. Und was die streng allgemeinen Allaussagen betrifft, so ist es einfach so, dass sie höchst selten Merkmale sozialer Wirklichkeit erfassen, die nicht trivial sind. Ich meine, es stimmt schon, die Aussage, auf die wir noch zurückkommen werden, alle Menschen sind sterblich. Aber um das ausfindig zu machen, brauche ich beileibe keine Wissenschaft. Wenn Sie das verstanden haben, verstehen Sie auch das, was in der braunen Box drinnen steht. Manche Leute glauben, dass die Wissenschaften auf reine Allaussagen, auf streng allgemeine Aussagen ausgehen und dass das der Zweck von Wissenschaft ist. Richtig ist, wir sollen so informationshaltige Aussagen wie möglich anstreben und das sind nun einmal streng allgemeine Aussagen. Aber die Wirklichkeit selbst kann ja so beschaffen sein, dass sie immer wieder sehr unterschiedlich ist. Wie soll denn eine streng allgemeine Aussage über die römische Geschichte aussehen? Immer wenn Cäsar ermordet wird, ist er tot. Immer wenn die Republik zusammenbricht, gibt es Bürgerkrieg. Hier lassen sich keine strengen Allaussagen formulieren. Und gleichwohl ist die Geschichtswissenschaft eine sehr wichtige Wissenschaft. Manche Wissenschaften sind sehr stark beschreibend, wie die Geschichtswissenschaft. Manche Wissenschaften sind sehr stark auf möglichst verallgemeinerbare Wenn-Dann-Aussagen aus, etwa die Naturwissenschaften. Worauf man aus sein muss, hängt ausschließlich vom Gegenstandsbereich einer Wissenschaft ab, nicht von einer vorgefassten Meinung über den unterschiedlichen Wert von Aussagenklassen. Aber innerhalb des Gegenstandsbereiches, auf den sich eine Disziplin bezieht, sollen unsere Aussagen so allgemein wie möglich sein. Die Unterscheidung zwischen Existenzaussagen, raumzeitlich begrenzt, insbesondere und Allaussagen, ist deswegen wichtig, weil die Prüfung des Wahrheitsgehaltes von Aussagen ganz davon abhängt, was für eine Art von Aussage vorliegt. Und nachdem der Zweck von Wissenschaft darin besteht, Aussagen zu formulieren, die auch darin den Alltagsaussagen überlegen sind, dass sie eben wahr sind, mit den Tatsachen übereinstimmen, holt uns jetzt dieser Imperativ ein und die Frage lautet, wie wird man ihm gerecht? So, es gibt zwei Wege, den Wahrheitsgehalt von empirischen Aussagen zu überprüfen. Der eine Weg ist, man beweist, dass eine Aussage stimmt. Oder auf feierlich Deutsch, man verifiziert die Aussage. Und der zweite Weg, um herauszufinden, wie es mit dem Wahrheitsgehalt einer Aussage steht,
ist der Weg des Widerlegens. Auf feierlich Deutsch falsifizieren, denn falsus heißt auf Lateinisch falsch, während verus auf Lateinisch wahr heißt. Es sind zwei Wege, bei deren Begehung zwei Regeln gelten. Die Regel 1 für wissenschaftliches Forschen und das Überprüfen von Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt lautet: Wir haben uns zu bemühen, die Überprüfung unserer Aussagen so leicht wie möglich zu machen. Das ist genau der Sinn der Forderung, klare Begriffe zu verwenden. Wir verwenden klare Begriffe, damit wir klare Aussagen formulieren können, und wir formulieren klare Aussagen, damit wir ihren Wahrheitsgehalt leicht überprüfen können. Sie dürften die Wucht dieser Regel schon häufig beim eigenen Diskutieren erlebt haben, denn immer wenn man sich nicht so richtig auskennt, wenn man nicht will, dass der andere auf irgendeinen Schwachpunkt der eigenen Argumentation zu sprechen kommt, dann redet man so schwammig, nebulös, lässt sich argumentative Schlupflöcher offen. Genau das widerspricht dem Geist und guter Praxis von Wissenschaft. Die zweite Regel lautet: Wir sollen möglichst informationshaltige Aussagen formulieren. Das heißt, wir sollen so viel über die Wirklichkeit sagen, wie wir gerade sagen können. Wir sollen nicht bescheiden sein. Wir sollen ehrgeizig sein. Im Idealfall wollen wir mit sehr wenigen Aussagen unglaublich viel sagen. Und an dieser Stelle kommen erst recht die Unterschiede zwischen Allaussagen und Existenzaussagen ins Spiel. Hier haben Sie nochmal diese drei Aussagenklassen. Und dann schauen wir uns mal an, wie es mit Ihrem Informationsgehalt steht. Ganz eindeutig ist der Informationsgehalt eine Aussage wie: Es gibt Gesellschaften ohne Machtausübung, nicht sonderlich groß, denn ich weiß nicht, wo es solche Gesellschaften gibt, wie ich sie auffinden könnte. Das ist einfach eine Behauptung wie: Es gibt Engel. Naja, wie überprüfe ich den Wahrheitsgehalt dieser Aussage? Umgekehrt hat eine Aussage wie da unten: In allen Staaten auf der Welt führt die Verbindung von parlamentarischem Regierungssystem und Verhältniswahlrecht zu starken Parteien. Das ist ein ziemlich großer Aussagen, ein ziemlich großer Informationsgehalt. Gilt für sämtliche Staaten auf der ganzen Welt, vielleicht auch noch in der Föderation der Vereinigten Planeten. Das sind Aussagen, mit denen man praktisch eine ganze Menge anfangen kann. Folglich ist erkenntlich, dass es sinnvoll ist, nach möglichst informationshaltigen Aussagen zu streben. Und obendrein ist auch unschwer zu erkennen, dass die weniger informationshaltigen Aussagen in den informationshaltigeren ohnehin eingeschlossen sind. Wenn ich sage, im Kuba von Fidel Castro bestand eine Gesellschaft ohne Machtausübung, ist damit schon gesagt, es gibt Gesellschaften ohne Machtausübung und hier ist eine. Und umgekehrt ist die Aussage, dass in Europas freiheitlichen Staaten die Verbindung von parlamentarischem Regierungssystem und so weiter zu starken Parteien führt, das ist eine Teilmenge der reinen Allaussage, die da drunten steht. Das heißt, je allgemeinere ich formuliere, umso mehr von der Wirklichkeit decke ich ganz offenkundig ab. Schauen wir uns nun an, wie es mit der Überprüfbarkeit des Wahrheitsgehaltes von Aussagen aussieht. Streng allgemeine Aussagen können Sie nicht beweisen. Denn wenn Sie sagen, in sämtlichen Staaten auf der Welt führt die Verbindung von dem mit jenem zu dem, ja, dann müssten Sie dann eben für alle Staaten der Welt genau beweisen, dass das so ist. Bei allen Staaten der Welt ginge das vielleicht noch, weil das sind lediglich 200 oder so ungefähr. Wenn Sie Aussagen über alle Menschen machen wollen, wird es schon schwieriger. Sie können nicht bei allumfassend einen Gegenstand aufweisenden Aussagen alles beweisen, aber Allaussagen kann man schon dadurch widerlegen, dass man zeigt, in einem einzigen Fall ist es nicht so. Damit ist klar, das trifft nicht für alle Fälle zu. Und wenn ich schon Fälle sehe, wo eine Aussage, eine Allaussage nicht zutrifft, ist es doch ziemlich weise,
von vornherein den empirischen Referenten meiner Aussagen auf die Menge, auf den Ausschnitt in der Operationswirklichkeit zu beschränken, auf den meine Allaussage zutrifft. Es ist also klug, raumzeitlich abgegrenzte Allaussagen zu formulieren. Die haben einen doppelten Vorteil. Erstens, raumzeitlich abgegrenzte Allaussagen kann man beweisen, indem man nämlich von sämtlichen Fällen, auf die sich eine raumzeitlich abgegrenzte Aussage bezieht, zeigt, dass es so ist, wie behauptet. Das kennt man aus der Mathematik als Beweisprinzip der vollständigen Induktion. Es wird von allen Fällen gezeigt, dass etwas so ist, wie es behauptet wird. Und obendrein kann man raumzeitlich abgegrenzte Allaussagen auch widerlegen, indem man einfach sich die Menge der Gegenstände nimmt, die durch raumzeitlich abgegrenzte Aussagen abgedeckt werden, und nachschaut, ob einer dieser Fälle dem widerspricht, was die Aussage behauptet. Man kann sie also sowohl verifizieren als auch falsifizieren. Raumzeitlich abgegrenzte Existenzaussagen haben die gleiche sehr angenehme Eigenschaft. Man kann sie verifizieren. Man kann sie beweisen, indem man zeigt, in dem genannten Fall ist es genauso. Also ich kann versuchen zu zeigen, ob im Kuba von Fidel Castro eine Gesellschaft ohne Machtausübung bestand. Wenn ich das zeigen kann, dann ist diese Aussage verifiziert. Ich kann aber auch sozusagen eine solche Aussage bezweifeln und dann versuche ich zu zeigen, dass sie nicht stimmt. Achtung! Natürlich funktioniert das nur, wenn die Begriffe, aus denen die Aussagen bestehen, klar sind. Wenn theoretische Begriffe wie Gesellschaft ohne Machtausübung so operationalisiert sind, dass man genau sehen kann, was denn in der Wirklichkeit gegeben sein muss, wenn eine solche Aussage stimmen soll, und was nicht gegeben sein kann, wenn eine solche Aussage stimmen soll. Das heißt, alles, was wir in der letzten Stunde über Operationalisierung und die Notwendigkeit von Validität gesagt haben, merken wir an dieser Stelle in seinem Sitz im gesamten Prozess von Forschung. Wenn wir nun auf die reinen Existenzaussagen zu sprechen kommen, ist sehr schnell klar, man kann sie nicht widerlegen. Die Aussage, es gibt Gesellschaften ohne Machtausübung, ja, wie will mir jemand beweisen, dass es das nicht gibt? Der kann mir von sämtlichen Gesellschaften, die er kennt, erzählen und dann sage ich, ja, für die Gesellschaften, die du genannt hast, stimmt es schon. Aber es könnte ja doch noch welche geben. Das ist wie die Aussage, es gibt Engel. Wie wollen Sie die Aussage, es gäbe Engel, widerlegen? Und umgekehrt kann man solche Aussagen auch nicht zielgerichtet beweisen. Denn wo soll man denn nach dem empirischen Referenten suchen, wenn er nicht genannt wird? Lediglich die Angabe, wo genau und zu welcher Zeit genau etwas existiert, gibt die Chance, nachzusehen, ob eine Aussage stimmt oder nicht stimmt. Und das wiederum heißt, dass reine Existenzaussagen für den Zweck von Wissenschaft voll und ganz ungeeignet sind. Eben weil sie wissenschaftlich unergiebig sind, sind sie zu vermeiden, wenn wir ernsthaft Wissenschaft betreiben wollen. Mit den reinen Allaussagen verhält es sich etwas anders. Sie sind schon ziemlich nützlich, weil sie den maximalen Informationsgehalt haben. Und Physiker und Chemiker sind zu Tode stolz auf solche strengen und reinen Allaussagen, weil die ganze Welt hier in ihrer Aussage beinhaltet ist. Und es ist nichts Falsches an ihnen. Sie haben aber ein Problem, streng allgemeine Aussagen passen in der Regel nicht auf die Gegenstände der Sozialwissenschaften. Dort, wo sie passen, sind sie trivial, dass man keine Wissenschaft betreiben muss. Schauen Sie mal die folgende streng allgemeine Aussage an. Alle Menschen müssen sterben. Alle Menschen. Zu jeder Zeit, überall dort, wo sie leben. Naja, das ist eine streng allgemeine Aussage. Sie stimmt außerdem und sie ist nicht ganz unnütz, wenn man sich überlegt, was man in den Jahrzehnten seines Lebens machen kann. Aber dafür brauche ich keine Wissenschaft. Das ist etwas, was ein jeder weiß. Das heißt, streng allgemeine Aussagen taugen für uns Sozialwissenschaftler selten. Wenn sie mal taugen, wie etwa das Thomas-Theorem, wenn Menschen eine Situation als gegeben ansehen und aus dieser Situationsdefinition heraus agieren, dann sind die Folgen des Handelns real, ganz gleich wie irreal die Situationsdefinition gewesen ist. Das ist eine streng allgemeine Aussage.
die außerdem sozialwissenschaftlich höchst wichtig ist. Aber solche Aussagen sind relativ selten. Und das wiederum heißt, dass die Masse der Aussagen, die Sozialwissenschaftler im Vollzug ihrer Aufgaben produzieren, raumzeitlich abgegrenzte Aussagen sind, teils raumzeitlich abgegrenzte Existenzaussagen, teils raumzeitlich abgegrenzte Allaussagen. Bis zu diesem Punkt alles klar? So, dann ziehen wir jetzt die Fäden zusammen. Das Kerngeschäft sämtlicher empirischer Forschung ist die Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von Aussagen, entweder durch Verifikation oder durch Falsifikation. Und jetzt können wir uns die einzelnen Aussagenklassen nochmal vor Augen führen, die wir vor 2 Stunden unterschieden haben oder gleich anschließend. Also wir können durch Verifikation überprüfen die raumzeitlich abgegrenzten Existenzaussagen und die raumzeitlich abgegrenzten Allaussagen. Durch Falsifikation können wir den Wahrheitsgehalt überprüfen von raumzeitlich abgegrenzten Existenzaussagen, ebenso von raumzeitlich abgegrenzten Allaussagen und auch von reinen Allaussagen. Und der Leitgedanke der Wahrheitsüberprüfung durch Falsifikation, der muss nun noch einmal gesondert verstanden werden, weil aus welchen Gründen auch immer hier immer wieder Verständnisschwierigkeiten auftauchen. Also, man formuliere, so lautet die Regel, Aussagen so, dass sich ihr mangelnder Wahrheitsgehalt möglichst leicht zeigen ließe, wenn diese Aussagen falsch wären. Klare Begriffe, klare Aussagen, präzise Behauptungen. Popper würde sagen, kühne Vermutungen soll man formulieren. Und zwar so, dass, wenn sie wirklich falsch wären, man das relativ leicht zeigen könnte. Man macht sich also bewusst angreifbar. Wissenschaft hat nichts damit zu tun, sich unangreifbar zu machen. Wissenschaft ist nichts für Feiglinge. Wissenschaft ist etwas für Leute, die den strengen Wettkampf, stimmt etwas oder stimmt es nicht, mögen. Selbst wenn man ihn ab und zu verliert, so wie neulich Italien gegen Schweden. Diese Aussagen, die man so formuliert hat, dass sie möglichst informationshaltig sind, dass man leicht erkennen könnte, dass sie falsch sind, wenn sie falsch wären, diese Aussagen unterzieht man möglichst strengen Überprüfungen. Und wenn Sie in der Statistikausbildung auf Signifikanztests zu sprechen kommen, dann werden Sie genau diese Logik der Überprüfung des Wahrheitsgehalts durch Falsifikation dort in anderen Kontexten und mit mathematischen Modellen versehen wiederfinden. Drittens, und das ist jetzt einfach nur das Vokabeln, es ist mehr als Vokabellernen, es steckt auch eine wichtige Einsicht dahinter. Eine Aussage, die sich selbst bei sehr strengen Überprüfungen nicht als falsch nachweisen lässt. Also eine Aussage, die so formuliert ist, dass man rauskriegen könnte, ob sie falsch ist, wenn sie falsch wäre. Eine solche Aussage, die man dann auch noch wirklich ernst gemeinten strengen Überprüfungen unterzogen hat und die man ums Verrecken nicht killen konnte. Von einer solchen Aussage hat man immer noch nicht bewiesen oder nachgewiesen, dass sie richtig ist. Das Einzige, was gezeigt ist, war, dass die Falsifikationsversuche gescheitert sind und dass das vielleicht Gründe hatte, die im Wahrheitsgehalt der Aussage liegen. Und Karl Popper hat dafür den Begriff der Bekräftigung eingeführt. All Aussagen, die man durch Falsifikation zu widerlegen versucht hat und die solchen Widerlegungsversuchen standgehalten haben, die nennt man bekräftigte Aussagen. Und man behandelt eine bekräftigte Aussage so lange als eine wahre Aussage, wie nicht gezeigt wurde, dass sie eben doch falsch ist. Für Naturwissenschaftler ist dieses Verfahren völlig selbstverständlich. Und eines der wissenschaftssoziologischen Rätsel ist, warum für Sozialwissenschaftler dieses Verfahren nicht als selbstverständlich gilt. Warum die immer noch irgendwelche Hoffnungen haben, man müsste die Richtigkeit von Aussagen beweisen können. Das geht nur bei Existenzaussagen. Aber viele nützliche Aussagen sind nun mal Allaussagen, in der Regel eben raumzeitlich abgegrenzte Allaussagen. Und nun Achtung, weil hier manche Ideologeme im Umlauf sind, die da behaupten, lediglich Falsifikation sei ein wissenschaftliches Überprüfungsverfahren. Die Wirklichkeit ist die, dass es
ausschließlich von verschiedenen Faktoren abhängt, ob man den Wahrheitsgehalt von Aussagen eher durch Verifikation oder eher durch Falsifikation überprüft. Das hängt ab von der Art der zu überprüfenden Aussagen und welche das sind, steht auf der ersten Hälfte dieser Folie drauf. Zweitens hängt das richtige Vorgehen von der Forschungsfrage ab. Bei manchen Forschungen wollen Sie rauskriegen, ob eine bestimmte Theorie stimmt, dann geht man falsifikationistisch vor. Bei manchen Forschungen wollen Sie wissen, ob etwas der Fall ist, dann geht man eher verifikationistisch vor. Und dann sind es im Wesentlichen, forschungspraktische Überlegungen, wie ich mein Forschungsdesign anlege, dass ich sozusagen mit geringstmöglichem Aufwand zu klarstmöglichen und informationsträchtigsten Ergebnissen gelange. Ja, hier sehen Sie noch einmal den Sinn der Forderung nach klaren Begriffen, nach klaren Aussagen. Das ist nichts Selbstzweckhaftes. Und dass der Falsifikationismus von Karl Popper begründet worden ist, das soll man gerne wissen. Und dass man nicht dogmatisch bei den Überprüfungsstrategien von Aussagen umzugehen hat, auch das ist klar. So, und damit alles klar ist, legen wir uns nun noch einige Begriffe bereit. Man kann den Wahrheitsgehalt von Aussagen überprüfen durch Verifikation oder durch Falsifikation. Folglich haben wir schon zwei Teile einer entstehenden Vierfeldertafel. Eine Aussage kann sich dabei erweisen als wahr oder als falsch. Und die richtigen Begriffe, die dafür verwendet werden, lautet: Eine Aussage, die sich durch Verifikation als wahr erwiesen hat, nennt man eine bestätigte Aussage. Eine Aussage, die sich durch Falsifikationsversuche als wahr bzw. als nicht falsch erwiesen hat, um präzis zu sein, die nennt man eine bekräftigte Aussage. Und Aussagen, die sich als falsch erwiesen haben, die heißen eben widerlegte Aussagen. Infolgedessen kann man präzise sagen, mit welchem Überprüfungsverfahren man herausgefunden hat, ob eine Aussage wohl wahr sein wird oder nicht wahr sein wird. Und wahre empirische Aussagen als Ziel von Wissenschaft sind somit verifikationistisch bestätigte Aussagen und falsifikationistisch bekräftigte Aussagen. Das sind die zwei Klassen von Aussagen, auf die das ganze Wissenschaftstreiben hinführt oder zumindest hinzielt. Und alle Lehre der Methoden und Techniken empirischer Sozialforschung dienen keinem anderen Zweck, als dazu zu befähigen, genau solche Aussagen unter Vermeidung möglichst aller Fehler zu produzieren. Ja, und dass widerlegte Aussagen falsch sind, das dürfte nun inzwischen ziemlich klar sein. Zu Existenz und Allaussagen etwas nachzufragen? Bitte. Wie würden Sie meine Aussage, es gibt Engel, verifizieren? Ja, und wie lange soll ich warten, bis Sie mir einen Engel zeigen? Ja, und wenn das jenseits unserer Lebensspanne liegt, dann hören wir mit dem Wissenschaftmachen auf. Schauen Sie, wenn Sie angeben können, zu welcher Zeit ich Ihren Engel sehe und wo ich sein muss, damit ich ihn sehen kann, dann ist das eine ganz wunderbare Strategie. Aber dann ist Ihre Aussage nicht die, es gibt Engel, sondern Ihre Aussage ist, morgen um 12.30 Uhr steht in diesem Hörsaal da vorne ein Engel. Und das kann ich überprüfen. Aber wenn man nicht angibt, wo man und wann man etwas sehen würde, gibt es auch keine Chance, das zielgerichtet aufzuspüren. Es kann ja trotzdem Engel geben. Aber Sie können die Aussage nicht überprüfen. Und aus der Tatsache, dass Sie noch keinen Engel gesehen haben oder ich nicht, folgt auch nicht, dass es keine gibt. Es kann einfach sein, dass wir noch nie dort gewesen sind, wo Engel gerade erschienen sind. Und Sie merken, das taugt einfach für Wissenschaft nicht, die ja zu Aussagen gelangen will, die jenen Aussagen überlegen sind, die man schon auf der Basis des gesunden Menschenverstandes machen kann. Und Glaubensaussagen sind natürlich auf der Basis des gesunden Menschenverstandes machbar. Aber Glaube ist etwas anderes als Wissenschaft, genauso wie Kunst etwas anderes ist als Wissenschaft. Empirische Aussagen sind Beschreibungen. Hier kann man den Wahrheitsgehalt leicht verifikationistisch prüfen. Empirische Aussagen sind Wenn-Dann-Aussagen. Ihren Wahrheitsgehalt kann man mehr oder minder leicht verifikationistisch oder falsifikationistisch prüfen. Empirische Aussagen sind auch Erklärungen.
Da lässt sich der Wahrheitsgehalt mitunter schwer überprüfen, insbesondere wenn Sie komplexe Dinge erklären, wie etwa warum die DDR zugrunde ging. Aber wenn man den Wahrheitsgehalt einer Erklärung überprüfen kann, die ihrerseits aus vielen Wenn-Dann-Aussagen besteht, dann geht das entweder verifikationistisch oder falsifikationistisch oder in einer Kombination von alledem. Empirische Aussagen sind auch Prognosen. Der Wahrheitsgehalt der Teilaussagen von Prognosen ist mitunter schwer zu überprüfen. Denn ich mache ja Aussagen über das, was in der Zukunft eintreten wird, auf der Grundlage dessen, was ich weiß. Folglich muss ich unterstellen, dass manches, was jetzt stimmt, in 2 Jahren auch noch stimmt. Ja, das kann so sein oder auch nicht so sein. Da wird es schwierig. Deswegen waren wir ja bei den Erklärungen vom grünen Bereich der Beschreibungen und Wenn-Dann-Aussagen schon in den gelben Bereich und bei Prognosen schon in den roten Bereich, in den rosaroten Bereich gelangt. Insgesamt ist der Wahrheitsgehalt von Prognosen leicht zu überprüfen. Sehr leicht, aber natürlich immer nur im Nachhinein. Im Nachhinein erkennt man, ob die Wahlkampfstrategie einer Partei funktioniert oder nicht funktioniert. Aber das ist genau der Zeitpunkt, wo es nicht mehr interessant ist, zu wissen, ob die Strategie funktioniert. Im Vorhinein ist Wissen über soziale Wirklichkeit in der Regel besonders wichtig. Normative Aussagen hingegen sind die Werturteile. Und wie ich Ihnen gezeigt habe, ist nur der Wahrheitsgehalt der meisten Teilaussagen von Werturteilen zu überprüfen. Etwa der empirische Referent, ob der so gegeben ist, wie das Werturteil es unterstellt, das kann ich überprüfen. Und die Bestandteile des Wertmaßstabes, die sagen ja, in der Wirklichkeit gibt es die und die Zusammenhänge. Folglich, wenn du das erreichen willst, darfst du das nicht tun. Diese Wenn-Dann-Zusammenhänge, die in den Wertmaßstab eingehen, die kann ich auch empirisch überprüfen. Aber das Werturteil insgesamt ist nicht wahrheitsfähig, weil die Wahl des Wertmaßstabes ja eine Entscheidung ist, die man so oder anders treffen kann. Und Handlungsanweisungen, da sie auf Werturteilen aufruhen, sind ihrerseits auch nicht auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Nur manche ihrer Teile sind auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, etwa die Wenn-Dann-Aussagen, die man normativ auflädt durch ein Werturteil über die Dann-Komponente. Das soll eintreten, folglich solltest du das tun, weil das, was eintreten soll, gut wäre. Heißt also im Klartext, Werturteile und Handlungsanweisungen sind nicht wahrheitsfähig, sie beruhen auf Entscheidungen, aber alle anderen empirischen Aussagen, alle anderen Aussagen, Beschreibungen, Wenn-Dann-Aussagen, Erklärungen, Prognosen sind wahrheitsfähig. Und ein Wissenschaftler, der sich hier von der strengen Prüfung des Wahrheitsgehaltes dispensiert, der ist eben kein Wissenschaftler. So, aber was im roten Kasten steht, ist nicht minder wichtig. Auch die nicht wahrheitsfähigen Aussagen wie Werturteile und Handlungsanweisungen lassen sich entlang der inzwischen allmählich Ihnen vor Augen stehenden wissenschaftlichen Verfahrensregeln zur Begriffsbildung, zur Aussagenbildung und so weiter wesentlich weniger fehlerträchtig formulieren, als man das mit den Bordmitteln allein des gesunden Menschenverstandes könnte. Man kann mit den Mitteln wissenschaftlichen Arbeitens weniger fehlerträchtige Werturteile und Handlungsanweisungen formulieren, als wenn man bloß so vor sich hin Dampf plaudert. Folglich ist die Einsicht, dass Werturteile und Handlungsanweisungen nicht wahrheitsfähig sind, kein überzeugendes Argument dafür, dass man sagt, na ja, mit Werturteilen und Handlungsanweisungen müssen wir uns als Wissenschaftler gar nicht befassen. Ja, ganz im Gegenteil, weil wir ja Verantwortung für soziale Wirklichkeit tragen als Sozialwissenschaftler. Hat die Praxis ein Recht darauf, von uns als Leuten, die wir uns besonders gründlich mit sozialer Wirklichkeit und ihrer Konstruktion befassen, Aussagen darüber zu bekommen, ob das, was man versuchen will, eher gut oder schlecht ist, eher funktionieren oder eher nicht funktionieren wird, zu tun oder lieber zu unterlassen ist. Wir müssen uns dann einfach in die unangenehmen Bereiche des Forschens hineinbegeben. So wie ein Marathonläufer, der nach einer bestimmten Kilometeranzahl auch in die unangenehmen Bereiche des Marathonlaufes hineinkommt, wo er den inneren Schweinehund überwinden muss oder eben zum Laufen aufhört. Noch einmal, viele Wissenschaftler hören zum Laufen auf, wenn es in den roten Bereich geht. Das heißt, wenn wir bessere Werturteile und Handlungsanweisungen formulieren sollten, als sie der gesunde Menschenverstand mit seinen Bordmitteln zustande bringt.
Aber in diesem roten Bereich können wir niemals auf den festen Grund der Gewissheit springen. Auf dem festen Grund der Gewissheit kann man sich allenfalls bei empirischen Aussagen befinden und die reichen bis zu den Prognosen. Und bei den Prognosen gibt es die Gewissheit immer erst im Nachhinein, wenn die Prognose gar keine mehr ist. Und da merken Sie jetzt auch die Grenzen von Wissenschaft. Aber zugleich, wie wichtig es ist, an die Grenzen zu gehen. So, was haben wir noch an Aussagenklassen? Korrelative und kausale Aussagen haben wir in der letzten Stunde behandelt. Da habe ich notwendige und hinreichende Bedingungen unterschieden. Und entsinnen Sie sich bei den hinreichenden Bedingungen an mein Beispiel. Wenn ich jemanden umbringen will, ist es hinreichend, ihn zu vergiften, zu erwürgen, zu erschießen. Nichts davon ist notwendig, aber jedes davon reicht aus. Was die notwendigen Ursachen betrifft, denken Sie an das Beispiel mit dem Kauf der Villa am Genfer See. Dann ist es notwendig, dass ich das notwendige Geld habe und dass eine solche Villa auf dem Markt ist. Aber nichts von beidem ist hinreichend dafür, dass ich die Villa erwerben kann. Das Geld alleine nicht und die Verfügbarkeit alleine nicht. Erst wenn beides zusammenkommt, geht es mit dem Verkauf weiter. Die letzte Unterscheidung, die wir ansehen müssen, ist die zwischen Hypothesen und Gesetzen. Auch da geht manches aufgrund der eingebürgerten Sprache allzu kunterbunt durcheinander. Hypothesen, und das ist die ordnungsgemäße Definition von Hypothese, Hypothesen sind Vermutungen, das heißt, sie sind Aussagen, Hypothesen sind Aussagen, die man auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen will. Eine Hypothese ist keine Aussage, die falsch ist. Es ist eine Aussage, von der ich überprüfen will, ob sie wahr oder falsch ist. Und natürlich ist es ziemlich töricht, Aussagen auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen, von denen ich weiß, dass sie stimmen. Also wenn ein Politikwissenschaftler käme und sagt, er will eine Bachelorarbeit mit der Fragestellung schreiben, wer im Jahr 2016 deutscher Bundeskanzler war. Er ginge von der Hypothese aus, das sei Angela Merkel gewesen, aber seine Bachelorarbeit wolle er einem Falsifikationsversuch dieser Hypothese widmen. Dann kann man so einem Kerl bloß den Vogel zeigen. Denn manches weiß man oder glaubt man zu wissen. Hypothesen sind Aussagen, deren Wahrheitsgehalt ich überprüfen will. Und das macht meistens nur dann Sinn, wenn Aussagen strittig sind, wenn Aussagen neu sind, wenn Aussagen sehr kühn sind. Wo also jemand sagt, na ja, das mag schon in dem und dem Bereich stimmen, du aber behauptest, dass diese Aussage auch da und dort stimmt. Na ja, dann gehen wir an die Prüfung. Wir behandeln die Aussage als eine Hypothese und prüfen sie dann. Hypothesen können also einen mehr oder minder großen Wahrheitsgehalt haben. Sie gliedern sich wie alle Aussagen, die wir jetzt behandelt haben, normativ und empirisch und synthetisch und analytisch und alles und jedes gilt für sie. Und jetzt kommen wir dann zum Gesetzesbegriff in Anführungsstrichen. In den empirischen Wissenschaften, und wir befinden uns in den empirischen Wissenschaften, meint Gesetz nichts anderes als eine sehr gut bekräftigte Allaussage. Oft sogar eine sehr gut bekräftigte, strenge oder reine Allaussage. In dem Sinn sprechen Physiker oder Chemiker oder Techniker von Gesetzen. Das sind Aussagen, die sehr gut bekräftigt sind. Wie etwa die Gesetze, die hier stehen, E ist gleich M mal C Quadrat und so weiter. Wenn Sie aber außerhalb der Naturwissenschaften unterwegs sind, meint Gesetz etwas ganz anderes. In rechtswissenschaftlichen Zusammenhängen ist ein Gesetz sowas wie das Grundgesetz, ein Abwasserwirtschaftsgesetz. Das hat natürlich mit bestätigter Allaussage nicht das Mindeste zu tun. Und wenn wir in religiösen Kontexten sind, ist sowas gedacht wie Gottesgesetze, die irgendwo geoffenbart sind. Die Verschmelzung mit den Naturwissenschaften ist dort, wo dann gesagt wird, naja, Gott hat seine Gesetze in die Natur hineingelegt und wenn Physiker die Naturgesetze wiedererkennen, erkennen sie im Grunde Gottesgesetze. Das kann so sein, aber die Aussage, es gibt Gott, ist eine reine Existenzaussage, die man weder beweisen noch widerlegen kann. Infolgedessen ist sie wissenschaftlich unergiebig.
In den Sozialwissenschaften, die etwas Merkwürdiges zwischen Naturwissenschaft und Religion zu haben pflegen, verwendet man Gesetz oft in einer sehr irreführenden und sich selbst irreführenden Weise. Man glaubt dann, dass es irgendwelche streng allgemeinen Aussagen nicht trivialer Art gäbe. Die Trivialen gibt es, aber hat schon jemand mal von dem Gesetz gehört, nachdem wir alle sterben müssen? Ja, schon irgendwo, aber keiner nimmt es als ein Gesetz im Sinne von Erhaltung der Energiegesetz. Das weiß man einfach. Ratschlag also, in sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen bitte den Begriff des Gesetzes nach Möglichkeit vermeiden. Es reicht immer der Begriff der gut bekräftigten Aussage oder der bestätigten Aussage. Das reicht für unsere praktischen Zwecke. Vermeiden Sie den metaphysisch aufgeladenen Gesetzesbegriff. Im Übrigen gibt es noch ein großes Missverständnis, warum auch immer. Das besteht darin, dass viele Leute glauben, Wissenschaft kennzeichne sich dadurch, dass sie nach Gesetzen sucht. Und die Wissenschaften gliederten sich in ihrer Rangordnung danach, wie allgemein die Gesetze wären, welche eine Wissenschaft ausfindig machen kann. Stellen Sie sich mal eine Wissenschaft wie die Literaturwissenschaft vor. Nach welchen Gesetzen wird die Literaturwissenschaft wohl bei der Betrachtung der deutschen Literaturgeschichte suchen? Stellen Sie sich mal eine Wissenschaft wie die Musikwissenschaft vor. Nach welchen Gesetzen soll die denn wohl suchen? Es gibt Regeln, etwa des abendländischen Tonsatzes. Aber das sind keine Gesetze, außer sozusagen im juristischen Sinn. Wenn du nicht eine Fuge nach den und den Regeln schreibst, dann fällst du durch die Abschlussprüfung in Komposition. Aber keiner kommt auf die Idee, in diesem Sinn ein Gesetz für eine Prüfungsordnung als ein sozialwissenschaftliches Gesetz wahrzunehmen. Und obendrein ist die Vorstellung auch falsch, dass die Wissenschaften unterschiedlich würdevoll und zu achten und zu respektieren wären, in Abhängigkeit davon, wie allgemein die von ihnen zu formulierenden Aussagen sind. Wäre das so, dann wäre ohne Zweifel die Physik die oberste aller Wissenschaften. Und ganz unten stünde die Geschichtswissenschaft, weil die im Wesentlichen einfach beschreibt, was wo zu welcher Zeit gewesen ist. Also Geschichtswissenschaft völlig irrelevant, Musikwissenschaft, Kunstwissenschaft natürlich genauso, das meiste an den Sozialwissenschaften ebenso, an der Politikwissenschaft auch, weil es ja nicht auf allgemeine Gesetze hinausläuft. Und Sie merken schnell, dass das Wesentliche verfehlt. Denn raumzeitlich abgegrenzte Aussagen sind ja das Wesentliche. Und das sind eben gerade keine allgemeinen Gesetze. Ich hoffe, dass ich Ihnen hier falsche Gedanken vertreiben konnte, wenn Sie sie je gehabt haben. Damit meine ich Ihnen ordnungsgemäß nicht nur das Wesentliche über die Begriffslehre, sondern auch über die Aussagenlehre vermittelt zu haben. Und bevor wir jetzt in die Theorielehre einsteigen, meine Frage an Sie, was gibt es denn nachzufragen zu dem, was wir jetzt über Begriffe und Aussagen erörtert haben, denn nachdem Theorien aus all dem Zeug bestehen, muss jetzt wirklich alles klar im Kopf sein, wenn man die Sache mit den Theorien begreifen will. Was gibt es nachzufragen? Nichts, wir haben also größtmögliche Klarheit erzielt und gehen folglich frohgemut in die Theorielehre. Was sind Theorien? Theorien sind gedankliche Gebilde, die aus Aussagen bestehen, die miteinander verknüpft sind. Idealerweise durch die Mittel der Logik verknüpft sind. Diese Aussagen, die man zu Theorien verknüpft, können ihrerseits einen mehr oder minder großen empirischen Wahrheitsgehalt haben. Sie können alle sein zwischen völlig falsch und total richtig. Etwa als bestätigte als verifikationistisch bestätigte Aussagen oder als falsifikationistisch bekräftigte Aussagen. Theorien bestehen aus Aussagen, die miteinander verknüpft sind, wobei in der Verknüpfung der Aussagen mehr oder minder große logische Fehler vorgekommen sein können. Im Idealfall ist die Theorie logisch perfekt. Kein einziger Denk- und Ableitungsfehler. Im anderen Fall stimmt das hinten und vorne nicht. Da folgert einer aus der Tatsache, dass der Himmel blau ist, dass es am Nachmittag Kaffee mit
Prinzregententorte gibt. Die Regel lautet, die Verknüpfung dieser Aussagen sollte nur logisch korrekt vorgenommen werden. Das leuchtet intuitiv ein, aber gehen wir mal über die Intuition hinaus. Ich habe ja auch sehr abstrakte Aussagen, die aus abstrakten Begriffen bestehen. Ich operationalisiere die Begriffe entlang von Operationalisierungsketten, die valide sein müssen, sodass ich das sehe, was ich in der Wirklichkeit entlang der Begriffe zu beobachten habe, aus denen meine Aussagen bestehen. Das heißt, ich habe in meinen Theorien abstrakte Aussagen, konkretere Aussagen, ganz konkrete Aussagen. Und die ganz konkreten Aussagen, die kann ich verifikationistisch oder falsifikationistisch überprüfen. In der Regel will ich aber wissen, ob meine abstrakten Aussagen stimmen. Und das kann ich nur dann gewährleisten oder überprüfen, wenn sicher sein kann, dass zwischen den abstrakten Aussagen und den ganz konkreten Aussagen kein einziger Denkfehler unterlaufen ist. Wenn also kein einziger logischer Widerspruch in meinem gesamten Aussagengefüge auftaucht, dann kann ich den Wahrheitsgehalt, den ich bei der empirischen Überprüfung von sehr konkreten Aussagen festgestellt habe, kann ich den Wahrheitsgehalt zurückübertragen auf die ganz allgemeinen abstrakten Aussagen. Und umgekehrt, wenn ich abstrakte Aussagen überprüfen will, muss gewährleistet sein, dass die ganze Argumentationskette, in der ich eine abstrakte Aussage in etwas konkret Überprüfbares übersetze, dass auch hier kein einziger Denkfehler unterlaufen ist, es keinen einzigen Ableitungsfehler gibt, dass also alles logisch korrekt ist. Der ganze Spaß empirischen Überprüfens von Aussagen hat nur dann einen Sinn, wenn die Aussagengefüge selbst, deren Wahrheitsgehalt mich interessiert, logisch korrekt aufgebaut sind. Logische Korrektheit ist kein Selbstzweck. Logische Korrektheit ist ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck besteht darin, anhand von konkreten Aussagen abstrakte Aussagen überprüfen zu können. Und weil ihm abstrakte Aussagen wesentlich mehr an Wirklichkeit erfassen als sehr konkrete Aussagen, denken Sie an die letzte Stunde und das Modell der Abstraktionsleiter, weil also abstrakte Aussagen wesentlich mehr von der Wirklichkeit in der Regel erfassen als konkrete Aussagen, bin ich als Sozialwissenschaftler eben in erster Linie an möglichst abstrakten Aussagen interessiert, aber an solchen, von denen klar ist, dass sie empirisch stimmen. Und folglich sind wir wieder beim Anfang des Arguments, folglich darf es im ganzen Aussagengefüge keine Denk- und Ableitungsfehler geben. Jetzt geht das Vokabellernen weiter. Wenn empirische Aussagen miteinander verknüpft werden, Beschreibungen, wenn dann Aussagen, Erklärungen, Prognosen, dann entstehen empirische Theorien. Und wenn normative Aussagen miteinander verknüpft werden, Werturteile und Handlungsanweisungen, so entstehen normative Theorien. Beide müssen logisch korrekt sein. Empirisch überprüfbar sind nur empirische Theorien. Und die Teilaussagen empirischer Art, insbesondere Beschreibungen und Wenn-Dann-Aussagen und Erklärungen, aus denen Werturteile und Handlungsanweisungen eben bestehen. Wenn das verstanden ist, erkennt man sofort die wechselseitigen Aufgaben von theoretischer Forschung und von empirischer Forschung. Theoretische Forschung hat die Aufgabe, möglichst logisch fehlerfreie Theorien über möglichst wichtige oder möglichst weit gefasste empirische Referenten zu formulieren. Logisch korrekte Theorien über möglichst viel an der Welt zu formulieren. Das ist die Aufgabe theoretischer Forschung. Die zweite Aufgabe theoretischer Forschung ist es, Theorien, die da sind, die in den Bibliotheken nachlesbar sind, ist also die Aufgabe, verfügbare Theorien daraufhin zu überprüfen, ob sie denn wirklich stimmen, ob keine Denkfehler in ihnen drinnen sind und diese Theorien dann zu verbessern. Wenn Sie sich ein wenig belesen in Handbüchern oder Sammelbändern zur soziologischen Theorie, zur politischen Theorie, werden Sie merken, dass viele mit Fleiß sich der Frage widmen, wo bitteschön machte Thomas Hobbes einen Denkfehler und welche Konsequenzen hatte der Denkfehler für seine Argumente? Wo hat genau diesen Denkfehler Thomas von Aquin vermieden? Hat er für einen Denkfehler gemacht,
den wir bei Rousseau wiederfinden. Wie müsste also über das, was den Thomas Hobbes, den Thomas von Aquin und Rousseau interessiert, eine logisch korrekte Theorie aussehen? Und hier schreibe ich sie auf. Und ob das nun die Theorien der drei Geistesgrößen aus der Politikwissenschaft sind oder soziologische Theorien, Luhmann, Habermas, Parsons, Merton, weiß der Geier, wer sonst noch, es ist immer das gleiche Spiel. Theorien auf ihre Fehler überprüfen, auf ihre logischen Fehler überprüfen und sie verbessern. Und was ist die Aufgabe empirischer Forschung? Deren Aufgabe ist es, die in Theorien eingebetteten empirischen Aussagen daraufhin zu überprüfen, ob sie stimmen oder nicht. Achtung, da biegen viele in die falsche Richtung ab. Wie oft habe ich in Prüfungen erlebt, dass ich jemanden, der mir einen Teil aus der Theorie des Aristoteles über Verfassungskreisläufe erzählt hat, dass ich den dann fragte, ja, stimmt denn das, was Aristoteles sagt? Und dann kommt meistens die Aussage, ja, wie soll ich denn das beurteilen? Das sagt Aristoteles. Ja, sage ich, das stimmt schon, das sagt Aristoteles. Aber ist etwas allein deswegen schon empirisch wahr, weil Aristoteles es sagt? Nö. Ja, stimmt jetzt das? Wer bin denn ich, dass ich eine Aussage von Aristoteles in Zweifel ziehen dürfte? Die Antwort lautet, du bist ein Wissenschaftler. Wissenschaft lebt vom Zweifel. Es gibt keinen Theoretiker, keine Theorie, die unseren Zweifeln entzogen ist. Unser Job ist es, vor Theorien nicht in Ehrfurcht zu erstarren, sondern zu fragen, was behauptet diese Theorie über die Beschaffenheit der Wirklichkeit und stimmt das, was diese Theorie behauptet? Wenn ja, fein. Wenn nein, was stimmt denn dann sonst in dieser Theorie nicht? Denn wenn eine Aussage nicht stimmt, aus der andere Aussagen der Theorie abgeleitet sind, dann können die anderen Aussagen dieser Theorie auch nicht stimmen. Das heißt, Theoriekritik durch empirische Forschung, das ist der zentrale Auftrag von empirischer Forschung überall dort, wo es schon Theorien gibt. Und der Zweck ist es, eben Theorien zu verbessern. Nicht, weil man sich sozusagen herablassend an Aristoteles ausagieren will, sondern weil man sagt, das, wovon der Aristoteles handelt, das ist einfach wichtig. Das ist auch heute noch wichtig, aber es möchte empirisch richtig sein. Lasst uns überprüfen, was Aristoteles, wenn er alles wüsste, was er heutzutage wissen könnte, tatsächlich sagen würde. Also können wir festhalten, dass Theorien sowohl das Ziel empirischer Forschung sind, wie auch ihre Voraussetzung, nämlich in Gestalt der forschungsleitenden Theorien, über die wir ausgiebig gesprochen haben. Jede Denkhaltung, die zwischen Theorie und Empirie, zwischen theoretischer Forschung und empirischer Forschung Trennstriche zieht, ist schlechterdings unsinnig und auf intellektuelle Abwege führend. Wenn jemand von sich sagt, ich bin ja Theoretiker der Soziologie oder soziologischer Theoretiker und folglich muss ich mich um die Wirklichkeit und um Daten und Fakten nicht kümmern, dann machen Sie um eine solche Person am besten einen großen Bogen. Sie werden außer wohlformuliertem Blabla, das Ihnen aber persönlich vielleicht gefallen kann, nicht viel hören. Wenn jemand sagt, ich bin Empiriker, ich glaube nur das, was ich mit meinen eigenen Augen sehe, und irgendwelche Gedanken zu machen, ist völlig unerheblich. Machen Sie mal eine solche Person auch einen breiten Bogen. Der gleich dem Famulus Wagner aus der Schülerszene Nummer 1 in Goethes Faust, wo der Goethe, nicht der Goethe, der Faust nämlich zu dem Famulus Wagner sagt, wie doch dem Tropf nicht alle Hoffnung schwindet, der nach Schätzen gräbt und froh ist, wenn er Regenwürmer findet. Die sogenannten reinen Empiriker sind die Fliegenbeinzähler, die außer Fliegenbeinen und Regenwürmern nichts sehen, keine Struktur in der Wirklichkeit. Richtige Forschung besteht aus unerbittlicher Empirie und unerbittlicher Theoriearbeit. Um beides zu verbinden, macht jemand zum wirklich guten Wissenschaftler. Natürlich hat jeder seine Schwerpunktbegabungen.
Aber man kann ja mal über seine Begabungen, sie erweiternd, hinauswachsen. Und jetzt glaube ich, habe ich abschließend deutlich gemacht, wie sich Theorie und Empirie verhalten. Ja, und dass es nichts Praktischeres gibt als eine gute Theorie, das hat schon jeder mitgekriegt, bei dem der Computer abgestürzt war. Und wer sich dann fragt, ja, was ist denn da los, was muss ich tun, was braucht er da? Einen anderen, der kommt und sagt, ja, dein Computer ist abgestürzt. Er braucht jemanden, der eine Theorie darüber hat, warum ein Computer bei welchen Bedienungspraxen abstürzt. Der geleitet von dieser Theorie an der richtigen Stelle nachschaut. Der geleitet von dieser Theorie vielleicht sogar die Festplatte austauscht oder irgendeine Memory Board oder sonst was. So, das alles vorausgeschickt habend, können wir uns jetzt mal klar machen, wie schaut eine gut sortierte Theorie auf? Ich zeige Ihnen den schulmäßigen Aufbau einer empirischen Theorie. In Wirklichkeit ist alles komplexer, aber alles, was komplexer in der Wirklichkeit vorkommt, kommt hier vereinfacht eben auch vor. Das ist die Wirklichkeit. Die Operationswirklichkeit, jener Teil der Wirklichkeit, über den wir Beschreibungen, wenn dann Aussagen, Erklärungen, Prognosen machen wollen. Das ist der empirische Referent unserer Theorie. Über diesen empirischen Referenten gibt es in der Regel Alltagswissen. Irgendwas meint man darüber zu wissen. Und dieses Alltagswissen ist meistens in zeitspezifischen Alltagstheorien geborgen. Vor 100 Jahren meinten die Leute zu wissen, es gäbe, oder sagen wir, ja, vor 100, ja, und ein bisschen länger und ein bisschen kürzer auch, meinten Leute zu wissen, es gäbe sowas wie Rassen unter den Menschen. Und sie meinten dann obendrein zu wissen, dass unterschiedliche Rassen unterschiedlich wertvoll wären. Und davon ausgehend sind die kolonialistischen und imperialistischen Europäer mit anderen Völkern auf der Erde umgegangen. Inzwischen wissen wir, dass es keine menschlichen Rassen gibt, in irgendeinem sinnvollen Sinn des Wortes Rasse. Und wir erkennen, dass es auch nicht so ist, dass die unterschiedlichen Rassen, die es gar nicht gibt, unterschiedlich wertvoll wären. Das sind heute unsere zeitspezifischen Alltagstheorien. Ehrlich gesagt dürften sie wahrscheinlich richtiger sein als die rassistischen Alltagstheorien 100 Jahre zurück. Aber den heutigen Gedanken hätte man damals oder hätten viele Leute damals für nachgerade aberwitzig aufgefasst. Eben deswegen, weil es keine Garantie dafür gibt, dass die Alltagstheorien wirklich stimmen, wie ich Ihnen jetzt am Beispiel der früheren Selbstverständlichkeit von rassistischen Theorien vor Augen geführt habe, eben deswegen, weil es keine Garantie dafür gibt, dass Alltagstheorien stimmen, ist es so wünschenswert, sich vom Alltagsdenken zu emanzipieren. Und Wissenschaft, habe ich Ihnen in der ersten Stunde schon nahezubringen versucht, ist nichts anderes als die Emanzipation aus den Klauen des Alltagsdenkens. Aus der unbemerkten Perspektivität, der unbemerkten Selektivität, der unbemerkten Normativität des Alltagsdenkens und der Versuch zu empirisch wahren Aussagen, bestätigte oder bekräftigte Aussagen über die Welt da draußen zu gelangen. Und der Versuch lohnt, wie ich Ihnen am Rassismusbeispiel hoffentlich nahegebracht habe. Wenn man denkt, verwendet man Begriffe und was Begriffe sind, habe ich Ihnen in der letzten Stunde gezeigt. Aussagen über die Welt bestehen aus Begriffen, die miteinander verknüpft werden. Und so bestehen auch an ihrer Basis Theorien aus Begriffen. Begriffe, die jeweils einen bestimmten Teil der Wirklichkeit in einer bestimmten Perspektive wahrnehmen oder erfassen oder beschreibbar machen. Denken Sie an die Folie, wo ich Ihnen den Begriff des Begriffes eingeführt habe. Die Landschaft wieder mit der Perspektive des einzelnen Männchens, wo ein bestimmter Ausschnitt aus der Wirklichkeit von anderen abgegrenzt und benennbar gemacht wird. Alle diese Begriffe sind nicht wahrheitsfähig. Sie sind bloß perspektivisch und selektiv und können nützlich oder weniger nützlich sein. Das ist die unterste Schicht von Theorien. Begriffe werden miteinander verknüpft, nämlich zu Aussagen, zu empirischen Aussagen. Und alles, was ich Ihnen an unterschiedlichen Sorten von Aussagen vor Augen geführt habe, ist jetzt mitzudenken. Und so entstehen dann eben auch unterschiedliche Theorien. Aussagen sind wahrheitsfähig und alles, was aus Aussagen entsteht, ist seinerseits auch wahrheitsfähig. Ganze Theorien sind wahrheitsfähig. Nun ist es so, dass Theorien
sehr häufig einen größeren Teil der Wirklichkeit erfassen wollen. Das heißt, sie bestehen nicht nur aus sehr konkreten Aussagen, sondern genauso wie man einen Begriff operationalisiert, vom theoretischen zum Beobachtungsbegriff, bestehen sie aus sehr konkreten und aus sehr abstrakten Aussagen. Die Regel ist die, die abstrakten Aussagen einer Theorie sollen die konkreten Aussagen einer Theorie beinhalten. Es soll in den abstrakten Aussagen der empirische Gehalt, der Informationsgehalt der Theorie enthalten sein, sodass es im Grunde ausreicht, die abstrakten Aussagen zu verwenden, um über die Wirklichkeit alles das vorzubringen, was empirisch als richtig nachgewiesen ist. Und solche abstrakte Aussagen nennt man Theoreme. Ob die in der konkreten Theorie Theorem heißen oder nicht, tut nichts zur Sache. Die abstraktesten Aussagen oder die abstrakten Aussagen einer Theorie nennt man Theoreme, und in diese Theoreme werden dann verschiedene Aussagen der Theorie zusammengefasst, sodass sich die Aussagen der Theorien logisch korrekt aus den Theoremen der Theorie ergeben. Und wer nun sozusagen ein systematisierender Zwangsneurotiker ist, der sagt, es kann doch eine gute Theorie nicht aus verschiedenen Theoremen bestehen, die müssen doch irgendeinen gemeinsamen Nenner haben oder zwei gemeinsame Nenner, aus denen die Theoreme selbst ihrerseits deduziert werden. Also brauchen die ganz, ganz abstrakten Aussagen. Und so ganz abstrakte Aussage nennt man Axiome. So, Axiome, hier nicht dargestellt, Theoreme und in Operationalisierungsketten empirische Aussagen, die bilden zusammen eine Theorie. In der Regel gibt es über ähnliche oder über gleiche Wirklichkeitsausschnitte unterschiedliche Theorien. Etwa über den Menschen. Gibt es Rassen, gibt es verschiedene Kulturen? Sind die unterschiedlich oder gleich wertvoll? Was prägt die unterschiedlichen Kulturen? Da gibt es verschiedene Theorien darüber. Manche richtig, manche falsch, manche teilweise richtig, manche teilweise falsch. Oft ist es so, dass beim Reden über einen bestimmten Wirklichkeitsausschnitt verschiedene Theorien da sind, von denen keine Theorie alles am interessierenden Wirklichkeitsausschnitt erfasst, weil er jede Theorie ihrerseits perspektivisch ist, weil er die Begriffe, aus denen sie basal besteht, perspektivisch sind. Das ist also Theorien mit verschiedenen Perspektiven auf den gleichen Wirklichkeitsgegenstand gibt. Und es kann sein, dass verschiedene Theorien mit ihren unterschiedlichen Perspektiven zusammenpassen, komplementär sind. Zwar unterschiedliches sagen, unterschiedliches hervorheben, aber zusammenpassen, sodass man mit diesen unterschiedlichen Theorien gut parallel arbeitet. Und ein solches intellektuelles Gebilde, bestehend aus mehreren Theorien, die kompatibel sind, sowas nennt man ein Paradigma. Paradigmen, die oberste Schicht von wissenschaftlichen Denkgebäuden, bestehen aus Theorien. Theorien bestehen aus Axiomen, Theoremen und dann runter bis zu konkreten empirischen Aussagen, die ihrerseits aus Begriffen bestehen, die auf der untersten Stufe einer Theorie nicht wahrheitsfähig sind, während alles oberhalb wahrheitsfähig ist. Das Problem ist nur, wie testen Sie ein ganzes Paradigma, ob es stimmt oder nicht stimmt? Die Antwort darauf finden Sie in einem sehr berühmten Buch, das ich Ihnen allen zur Lektüre empfehle, wenn ich es nicht schon empfohlen habe. Der Verfasser heißt Thomas Kuhn. Und das Buch heißt Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Und am Beispiel der Naturwissenschaft macht er schön klar, wie wissenschaftlicher Fortschritt dadurch entsteht, dass man plötzlich anfängt, mit neuen Theorien auf die Wirklichkeit zu blicken, weil man mit den bestehenden Theorien die empirischen Rätsel, die man sieht, nicht mehr lösen kann. Und weil jemand auf die Idee kommt, wir nehmen einen neuen Blick auf die Wirklichkeit aus einer anderen Perspektive. Und so wird ein Paradigma durch das andere abgelöst, nicht weil bewiesen worden ist, dass es falsch wäre, sondern weil die Leute den Eindruck haben, naja, das ist ausgelutscht, damit entdecken wir nichts Neues. Man begibt sich hier dann sozusagen aus der Welt der Forschungslogik in die Welt der Wissenschaftssoziologie. Soviel zum schulmäßigen Aufbau einer empirischen Theorie. Auch hier meine Frage, gibt es ihrerseits dazu was zu klären? Denn alles Folgende braucht Klarheit darüber, wie eine Theorie aufgebaut ist. Bitte. Es kann so sein, dass wissenschaftliche Theorien ins Alltagsdenken absinken. Das, was wir heute zum Beispiel über Verbrennung wissen, das weiß ein jedes Kind.
Das war im 18. Jahrhundert aber gänzlich unbekannt. Das heißt, wissenschaftliche Theorien können das Alltagsdenken absinken. Es kann auch sein, dass wissenschaftliche und Alltagstheorien koexistieren und in Rivalität sind. Politikwissenschaftler zum Beispiel wissen, dass es nichts Schlimmes ist, wenn Regierungsmitglieder dem Parlament angehören. So etwas nennt sich parlamentarisches Regierungssystem. Im Alltagsdenken von vielen Leuten ist das ganz furchtbar, denn dann haben wir keine Gewaltenteilung, keine politische Freiheit. Also sie können konkurrieren. Und von Fall zu Fall, von Wissensgebiet zu Wissensgebiet ist es verschieden. So, welche Sorten von empirischen Theorien gibt es denn nun? Denn so wie es verschiedene Sorten von Begriffen, verschiedene Sorten von Aussagen gibt, gibt es auch verschiedene Sorten von Theorien. Einesteils gibt es gegenstandsspezifische Theorien, zum Beispiel Theorien des Aufstiegs der NPD oder der AfD. Solche gegenstandsspezifischen Theorien sind sozusagen das Seitenstück zu den Beobachtungsbegriffen beim Operationalisieren eines theoretischen Konstrukts. Solche gegenstandsspezifische Theorien decken mit großer Präzision und meistens mit sehr gut operationalisierbaren Begriffen einen eng umgrenzten Gegenstandsbereich ab. Da gibt es in der Politikwissenschaft etwas sehr gut bewährte Theorien des Wahlverhaltens. Mit diesen Theorien können Sie nicht den Ausbruch internationaler Krisen erklären, aber das Wahlverhalten können Sie sehr gut erklären. Solche gegenstandsspezifischen Theorien brauchen meist andere Theorien als ihren Rahmen, sind meistens auch in andere Theorien eingebettet oder brauchen andere Theorien als Anschlusstheorien, um Dinge, die von der Theorie nicht abgedeckt sind, aber zum Phänomen, das es zu erklären gibt, eben auch gehören, um also komplexe Erklärungs- und davor komplexe Beschreibungsleistungen erbringen zu können. Sie brauchen meistens andere Theorien, mit denen sie sich verbinden, um größere Zusammenhänge erfassen zu können. Die zweite Sorte von Theorien nennt man Theorien mittlerer Reichweite. Und Sie merken schon, das ist ein Verlegenheitsbegriff, weil es am anderen Ende ganz abstrakte Theorien gibt. Solche Theorien mittlerer Reichweite sind in der Politikwissenschaft etwa, oder zu denen gehört die Theorie der Funktionsweise von Wahlsystemen. Da gibt es auch jede Menge von Theorien, warum, welches Wahlsystem, welche Konsequenzen, wofür auch immer, Struktur des Parteiensystems, Parteiidentifikation, politische Kultur und so weiter. Die sind schon wesentlich größer als Theorien des Wahlverhaltens. Theorien des Wahlverhaltens sind in der Regel eingebettet in Theorien der Funktionsweise von Wahlsystemen. Also solche Theorien haben einen größeren Gegenstandsbereich als die gegenstandsspezifischen Theorien und sie eignen sich eben sehr gut als Ergebnis- oder Verständnisrahmen von solchen Theorien. Und dann haben wir allgemeine Theorien, die auf möglichst weit verallgemeinerbare Aussagen abzielen, etwa die Theorie des evolutorischen Institutionalismus. Solche Theorien decken sehr große Wirklichkeitsbereiche ab, oft mit sehr abstrakten Begriffen, die man dann häufig erst über viele Schritte operationalisieren muss, um an das konkret Beobachtbare hinzugelangen. Theorien des Gesellschaftswandels gehören dazu. Das sind jene sozialwissenschaftlichen Theorien, denen jene, die in ihren Alltagstheorien befangen sind, meistens mit einem Ignoranzkichern begegnen. Um Gottes Willen, wie lächerlich blöd sind doch diese Sozialwissenschaftler. Das, was ein jeder weiß und sehen kann, das drücken die so umständlich aus. Ich verstehe nicht einmal, was sie sagen, obwohl ich ein kluger Mensch bin. Wie blöd müssen Leute sein, die Dinge in die Welt setzen, die ein kluger Mensch nicht versteht. Das sind jene Theorien, die häufig Studierenden der Sozialwissenschaft am Anfang Schwierigkeiten machen, weil sie fragen, warum muss ich so kompliziert über etwas mir Anschauliches nachdenken? Ihren großen Wert oder ihr großer Wert erschließt sich meistens erst, wenn man viel aus einer wissenschaftlichen Disziplin kennt. Viel an Realzusammenhängen und vor allen Dingen viel an Theorien, die den Gegenstand beschreiben, erklären, prognostizierbar machen sollen. Dann merkt man, wie wichtig solche abstrakten Rahmentheorien sind. Sie bieten jenen Verständnishorizont, in dem man die konkreteren Dinge erst so richtig einordnen kann. Dabei geraten manche Theorien so weit ins Abstrakte hinein, dass sie im Grunde nicht mehr darstellen als eine Reihe von Ordnungsbegriffen. Dass sie im Grunde nicht mehr sagen als, wenn du Gesellschaften verstehen willst, musst du blicken auf A, Adaptation,
auf G, Goal Attainment, Zielerreichungsversuche von Systemen, auf I, Integration von Systemelementen, auf L, Latent Pattern Maintenance, Aufrechterhaltung jener zugrunde liegenden Kulturmuster, aus denen heraus jede Handlungen generiert werden, die ein soziales System hervorbringen, stabilisieren. Das ist sozusagen die berühmte Agile-Theorie von Talcott Parsons, die im Grunde ein taxonomisches Schema ist. Ein Schema, in das man vieles an der Wirklichkeit hineinlegen kann, wo man viele Theorien mittlerer Reichweite in die vier Elemente des Agile-Schemas platzieren kann und wo natürlich die ganzen gegenstandsspezifischen Theorien auch hineinplatziert sind. Und es liegt auf der Hand, dass man taxonomische Theorien bloß schwer überprüfen kann, weil sie nur eine Ordnungsstruktur vorgeben in einer bestimmten Perspektive, in einer bestimmten Selektivität, und die kann fruchtbarer oder weniger fruchtbar sein. Gegenstandsspezifische Theorien kann man sehr leicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, eben weil sie sehr präzise sagen, was man denn beobachten können muss, wenn die Theorie stimmen soll. Und die Theorien mittlerer Reichweite sind eben auf einem mittleren Niveau der analytischen Schwierigkeit. Nachdem wir von Theorien gesprochen haben, wollen wir noch von Modellen sprechen. Denn Modelle haben mit Theorien zwar viel zu tun und wir brauchen auch ständig welche, Modell des politischen Systems, Modell des Konjunkturzyklus, Modell des Wandels von Lebensabschnitten. Modelle brauchen wir, es hat mit Theorien einiges zu tun, sind aber doch was anderes. Eine erste Annäherungsweise an das Verständnis dessen, was Modelle sind, lautet: Modelle sind sehr übersichtlich gehaltene Darstellungsweisen von Theorien. Man kondensiert den Aussagengehalt einer Theorie in einem Modell, wohl wissend, dass das alles vergröbert. Üblicherweise verwendet man Modelle zu einer sehr präzisen Ausarbeitung, zu einer sehr präzisen Darlegung von gegenstandsspezifischen Theorien. Dann gibt es die drei Modelle des Wahlverhaltens. Man verwendet sie zur eher grobkörnigen, aber zu diesem Zweck auch klaren Darstellung von zentralen Gedanken von Theorien mittlerer Reichweite. Und man verwendet sie zur Strukturierung der eigenen persönlichen Überlegungen. Sei es im Vorfeld von Forschung, entsinnen Sie sich der Folie über die forschungsleitende Theorie, wo ich Ihnen gezeigt habe, wie man seine forschungsleitenden Annahmen systematisiert, indem man sich klar macht, was will ich erklären, das ist die abhängige Variable, aus welchen Faktoren will ich was erklären, das sind die unabhängigen Variablen, was sind genau die Wenn-Dann-Beziehungen zwischen den unabhängigen Variablen und der abhängigen Variable, welche Variablen prägen die Wenn-Dann-Beziehungen, sind also die intervenierenden Variablen und so weiter. Sowas nennt sich ein Modell und mit Modellen strukturiert man seine forschungsleitende Theorie. Am Ende eines Forschungsprozesses, wenn man Hypothesen überprüft hat und weiß, was davon wohl stimmt oder nicht stimmt, fasst man die Ergebnisse seiner Forschung wiederum oft in Modellen zusammen und sagt, mit diesem Wirklichkeitsausschnitt verhält es sich wie folgt. Und dann wird ein Modell dargestellt und erläutert. Also solche Modelle bestehen regelmäßig aus klar spezifizierten Variablen und aus mehr oder weniger klar spezifizierten Aussagen darüber, welche Beziehungen zwischen den Variablen bestehen, präzise ausgedrückt, welche Beziehungen zwischen jenen Teilen der Wirklichkeit bestehen, die man durch seine Variablen, ist gleich Begriffe, abgebildet hat. Gehen wir auf einige Einzelheiten von Modellen ein. Zu den forschungsanleitenden Variablen habe ich Ihnen das Notwendige schon gesagt. Hier finden Sie hinter dieser Folie noch jede Menge von Erklärungen, was im Einzelnen damit gemeint ist. Schauen Sie sich das bitte gründlich an. Wir fassen unsere forschungsleitenden Variablen oder die am Ende eines Forschungsprojektes sich ergebende Kausalstruktur in einem Pfeilmodell zusammen. Wir haben die abhängige Variable, wir haben die unabhängigen Variablen, wir haben die intervenierenden Variablen, wir haben die Hintergrundvariablen. Und wenn wir vergleichende Studien machen, haben wir auch noch Gruppierungsvariablen. Das habe ich Ihnen schon einmal vor Augen geführt. Wann immer Sie über eine Hausarbeit nachdenken, was will ich denn erklären, was will ich ausfindig machen, worauf muss ich achten, ist es sehr hilfreich, seine Gedanken so zu sortieren. Naja, dieses Beispiel will ich Ihnen eigentlich gar nicht vor Augen führen. Sie können es selbst sich anschauen.
Sie können in solchen Pfeilmodellen auch noch Ihre Gedanken darüber klären, wie stark denn welche Zusammenhänge sind, oder am Schluss des Forschungsprozesses angeben, wie starke Zusammenhänge Sie etwa durch Korrelations- oder Regressionsanalysen im erhobenen Datenmaterial ausfindig gemacht haben. Wem kann ich eine Frage beantworten? Ich will Sie ja nicht stören bei Ihrer Unterhaltung, aber es wäre nett, wenn Sie sie draußen fortsetzten, denn mich stört sie schon. Sie können also Ihre Vermutungen darüber, welche Stärke ein Zusammenhang zwischen Variablen hat, auch leicht ausdrücken, und am Schluss des Forschungsprozesses haben Sie anhand der Daten herausgefunden, wie starke Zusammenhänge bestehen. Das können Sie simpel durch die Stärke des Pfeils in Ihrem Pfeilmodell machen. Sie können dann auch noch die Richtung des Zusammenhangs angeben. Wenn D zunimmt, nimmt Z auch zu, oder wenn E abnimmt, nimmt Z zu. Und Sie können sogar Ihre Vermutungen oder am Schluss Ihre statistisch errechneten Befunde über die Stärke von Zusammenhängen durch an dem Pfeil geschriebene Zahlen zum Ausdruck bringen. Am Schluss haben Sie dann in vielen Aufsätzen ein Modell des Herausgefundenen, das aus lauter Schächtelchen oder Ellipsen für die Variablen aus Pfeilen und aus Ziffern neben den Pfeilen besteht. Natürlich können Sie auch komplexere Zusammenhänge in Pfeilmodellen aufschreiben, denn die Wirklichkeit ist am meisten nicht so simpel. Es kann sein, dass die unabhängige Variable A auf die abhängige Variable wirkt. Das ist dann ein einfacher Zusammenhang, wo Sie die Stärke mit Ziffern, Pfeilstärke plus oder minus angeben kann. Es kann sein, dass die abhängige Variable gleich von zwei Variablen bewirkt wird, dass also ein doppelter Kausalzusammenhang besteht. Es kann sein, dass eine Hintergrundvariable ihre unabhängige Variable beeinflusst, die ihrerseits von einer anderen Hintergrundvariable beeinflusst wird. Und wenn Sie das sich anschauen, die blaue Kette da, sowas nennt sich eine einfache Kausalkette. Es können in solchen Kausalketten auch rekursive Kausalketten eingebaut sein, positive oder negative Rückkopplungseffekte. Tja, und es kann sogar so sein, dass solche rekursiven Kausalketten in einem übergreifenden Kausalzusammenhang eingebettet sind. Und natürlich gibt es die bivariaten Korrelationen zwischen den einzelnen Variablen im Modell. Wenn ich wissen will, wie ein Teil von Wirklichkeit funktioniert, wie funktioniert das Parteiensystem, wie funktioniert das Wahlsystem, welchen Einfluss haben Massenmedien auf die politischen Denkweisen der Bürgerschaft, welchen Einfluss hat politische Werbung auf politische Positionen in der Gesellschaft, dann hängen hier einfach viele Variablen miteinander zusammen, die man so einfach intuitiv im Kopf nicht prozessieren kann. Immer wenn man etwas Komplexeres in der Wirklichkeit sich klar machen will, braucht man als Vorstufe einer klaren Theorie oder als Zusammenfassung einer klaren Theorie ein entsprechendes Modell. Und ein noch relativ einfaches Kausalmodell haben Sie hier. Was ist der Zweck von solchen Modellen? Man ordnet die eigenen Gedanken, damit man nicht seinem Alltagsdenken unkontrolliert ausgeliefert ist. Man drückt sein eigenes Alltagsdenken grafisch aus und gewinnt dadurch Kontrolle über seine Annahmen. Kann Distanz zu sich aufnehmen und überprüfen, ob man denn wohl richtig liegt. Man legt dann fest eine Variablenstruktur. Denken Sie an die Datenmatrix, die ich Ihnen gezeigt habe. So diese Matrix, es gibt da in den Zeilen die Untersuchungsfälle, die man betrachtet, in den Spalten die forschungsleitenden Variablen, unabhängige, abhängige und so weiter. Bevor ich eine solche Variablenstruktur nicht im Kopf habe, kann ich nicht präzise über meinen Forschungsgegenstand nachdenken. Modelle macht man, um die Variablenstruktur für sein Forschungsprojekt festzulegen. Fallmodelle braucht man, um die Erhebungsinstrumente festzulegen. Wozu muss ich denn Daten erheben? Welche Zusammenhänge will ich anschließend datenanalytisch ergründen? Welche statistischen Modelle werde ich brauchen? Aha, wenn ich aber folgende statistischen Modelle brauche, auf welchem Messniveau muss ich dann die Variablen messen, damit ich die notwendigen statistischen Maßzahlen berechnen kann? Das heißt, wenn man am Anfang sich nicht Mühe gibt mit der Klärung seiner forschungsleitenden Theorie, wird am Schluss sehr häufig viel Forschungsmühe vergeudet sein. Man wählt die Modelle der Datenanalyse, die Datenanalyse aus, und am Schluss deutet man seine Ergebnisse. Ich zeige Ihnen mal, was dabei rauskommen kann als ein Modell,
sozusagen eine Kurzfassung einer Theorie. Das ist ein Forschungsvorhaben darüber, wie denn Instabilität im Wahlverhalten zustande kommt. Und Sie sehen ja die einzelnen Variablen, die untersucht worden sind, angetragen, das Format des Parteiensystems, institutioneller Wandel. Sie sehen die Pfeile dazwischen, die Wirkungspfeile, daneben die Ziffern angeschrieben, in diesem Fall Regressionsanalysen, Regressionskoeffizienten, die angeben, ein wie starker Zusammenhang denn in den Daten zwischen dieser und jener Variable gefunden worden ist. Und das, was hier drinnen steht, das können Sie jetzt unschwer in einer Theorie der Bewirkungsfaktoren von Wählerinstabilität oder von Instabilität des Wahlverhaltens ausdrücken. Das ist, wie am Anfang gesagt, die Kurzfassung einer längeren Theorie. Sie gibt an, worüber man Daten erheben muss, welche statistischen Modelle man verwenden muss und wie man und auf welchem Messniveau folglich die Daten zu erheben sind. So, womit sind Sie jetzt noch zu traktieren? Ja, man kann natürlich auch man muss die forschungsleitenden Hypothesen, also die Aussagen, die man auf ihren Wahrheitsgehalt zu testen unternimmt, in einem Modell verdichten. Dieses Modell sagt dann vorher, was wohl die Forschungsergebnisse zeigen werden. Nochmal zurück, eine Hypothese ist eine Aussage, die ich auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen will. Zu Beginn des Forschungsprozesses formuliere ich, abgeleitet aus meinem gesunden Menschenverstand oder aus vorliegenden Theorien, Vermutungen, was wohl der Fall ist. Wenn das der Fall ist, wird das eintreten. Wenn das der Fall ist, wird das nicht eintreten. Dann erhebe ich die Daten, die mir es erlauben zu überprüfen, ob die Wirklichkeit so beschaffen ist, wie meine Vortheorie, meine forschungsleitende Hypothese es besagt. Und dann teste ich genau diese Hypothesen in der Weise, dass diese Hypothesen ja klare Aussagen darüber machen, was in der Wirklichkeit vorliegen müsste, wenn meine Theorie stimmt. Und dann erhebe ich eben die Beschaffenheit der Wirklichkeit und auf diese Weise sind dann meine forschungsleitenden Hypothesen verifiziert, falsifiziert oder teils richtig, teils falsch, dann verändere ich sie eben. Und die Ergebnisse, die man erzielt hat, die fasst man dann eben auch in solchen Modellen zusammen, die dann ihrerseits in komplexere Theorien eingebettet oder in Theorien auch verbalisiert werden können. Hier ist übrigens auch die Schnittstelle zu der ganzen Mathematisierung in den Sozialwissenschaften über Rational Choice Modelle und so weiter, aber das ist etwas erst für spätere Semester. So, damit sollte klar sein, was Begriffe sind, wie man sie definiert, wie man mit Begriffen umgeht, was das Verhältnis von qualitativen und quantitativen Begriffen ist, was Messen meint, was Theorien sind. Das sollte klar sein. Wer hat zu alledem noch Fragen? Dann gehen wir in der nächsten Stunde auf die Frage los, wie man denn ganze Theorien testet. Und das verlangt noch einmal Ihre gesamte Aufmerksamkeit. Also freuen Sie sich auf den nächsten Dienstag. Tschüss.